Bevor ich beginne, möchte ich darauf hinweisen, dass das Video möglicherweise viele betreffen kann. Danke auch hier, dass du mal wieder eingeschaltet hast hier zu einem kleinen Real Talk Video. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die vielleicht viele treffen kann, die vielleicht auch viel getroffen hat, die vielleicht auch für einige Inspiration sein können und was mein Leben, finde ich, auch sehr geprägt hat. Und zwar hat es damals angefangen in den Abiturzeiten, damals war ich natürlich noch in der 11., dann so im Übergang zur 12. Klasse. Ihr kennt es wahrscheinlich in der Schule, man geht in die Schule und man versucht den Stoff nachzuholen, den man irgendwie verpasst hat oder man muss irgendwie für die Klausuren lernen. Das waren dann auch natürlich zu den Abituranfangszeiten. Ich bin ganz normal zur Schule gegangen, man musste auch damals, zumindest im Abitur ist ja natürlich heutzutage immer noch so, dass man Punkte sammeln muss, damit man überhaupt das Abitur bestehen kann. Dann Defizite vermeiden, pauken, bis der Arzt kommt, um natürlich einen guten NC irgendwie zu haben. Und dann war das natürlich auch so, dass ich ganz normal nach Hause gekommen bin. Das war, glaube ich, an einem Wochenende oder so. Und habe mir natürlich nichts dabei gedacht. Und dann war es auf einmal ein Sonntag, das weiß ich noch ganz genau. Sonntagabends war ich dann ganz normal vor dem PC und habe mir dann natürlich nichts gedacht, habe ein bisschen gezockt, um ein bisschen abzuschalten, was ich am Abends eigentlich immer mache, weil ich tagsüber halt eher beschäftigt bin. Dann habe ich ganz normal auch ein bisschen etwas gegessen, weil ich halt ein bisschen Hunger hatte. Ich bin ganz kurz dann nochmal in die Küche gegangen, habe ein bisschen Nachschlag geholt. Und dann auf einmal, ich habe wirklich ganz normal gegessen, es war nichts. Es war wirklich nichts. Habe ich auf einmal so einen Hustenanfall bekommen. Ich habe auch nicht irgendwie mich verschluckt oder so. Ich habe einen Hustenanfall bekommen. Ich habe auf einmal Luftnot bekommen. Und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht in dem Moment, was das sein soll. Hab dann sofort das Fenster geöffnet, bin im Zimmer hin und her gelaufen, hab mich irgendwie gefragt, was das sein kann. Mein Herz raste auf einmal, ich hatte Herzrhythmusprobleme und Atembeschwerden. Ich dachte wirklich, ich sterbe gleich. Also sowas hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie. Nicht mal, als ich noch ziemlich jung war und Asthma hatte. Also sprich, als ich 6 oder so war und Asthma hatte. Nicht mal da hatte ich solche starken Asthma- bzw. Atembeschwerden. Ja, und dann dachte ich mir, das geht jetzt nicht, das geht einfach nicht. Das Fenster wurde natürlich ganz langsam geöffnet und dann habe ich versucht, mich so ein bisschen zu mobilisieren, also mich einfach auch so im Allgemeinen zu beruhigen, habe tief ein- und ausgeatmet, habe mich versucht auf jeden Fall zu beruhigen. Und früher war das zumindest bei mir so, wenn ich irgendwie verletzt war oder krank wurde, war ich einfach mal recht leichtsinnig. Vielleicht ist es ja bei euch auch so, ihr habt Beschwerden am Bein, am Fuß, an der Brust, am Rücken oder sonst wo, ihr habt, was weiß ich, Kopfschmerzen oder sonst wie. Und ich war halt wirklich leichtsinnig, hab mir ehrlich gesagt darüber keine großen Gedanken gemacht. Klar, Fieber, Durchfall, Magen-Darm, was auch immer. Also da macht man sich halt nicht wirklich irgendwie einen großen Kopf, weil man denkt, man hat falsch gegessen, man hat etwas Falsches getrunken, man hat sich einfach infiziert oder sonst etwas ist passiert. Und ich dachte halt wirklich, das war so ein Einzelfall. Und das würde sich einfach so wieder, ja, legen. Und dann begann ich langsam, mich wirklich an zu beruhigen. Das ging auch nur echt langsam. Das hat um die 30 bis 40 Minuten gedauert. Ich war echt fix und fertig. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin aufgestanden, sofort zum Fenster und hab wirklich echt darüber nachgedacht. Das war einfach so ein Panikmoment, wirklich. Und wenn man sowas hat, ne, also dieses Klopfen, dieses Brummen, dieses Klopfen. Du hast das Gefühl, du verlässt gleich das Leben. Also wirklich, ich habe gar keine Luft bekommen. Und ja, dann habe ich sofort natürlich den PC ausgeschaltet, als ich mich angefangen habe zu beruhigen, das Essen beiseite gelegt. Und für Zähneputzen war dann ehrlich gesagt auch keine Zeit mehr, weil ich völlig überfordert war mit den Gefühlen, mit den Emotionen an sich und vor allem auch, ja, dieses neue Gefühl, etwas nicht erlebt zu haben, das ist immer etwas, was man nicht identifizieren kann, was man nicht erklären kann. Und dann ist eine Woche vorbei gewesen. Das war ja quasi, wie ich schon erzählt habe, Sonntag auf Montag. Bin ganz normal zur Schule gegangen, keine Anzeichen, nichts. Ich dachte mir so, ja gut, alles klar, kein Problem. Und ich, klar, hatte ich noch so ein dumpfes Gefühl, aber ich dachte mir, komm, passiert sowieso nichts. Und dann habe ich am Wochenende, das war dann quasi immer noch die Woche dann, es war dann wieder Freitag, dann habe ich dem Kollegen gesagt, okay, hast du Lust, dann irgendwie Samstag zu treffen? Klar, können wir gerne was essen gehen, unter anderem sind etwas essen gegangen, waren dann im Restaurant. Und dann, nach dem Essen, oder während des Essens war das, kamen diese Herzrhythmusprobleme wieder.
denke mir so, was zum Teufel, diese Herzrasen wieder und diese leichten Atembeschwerden, die kamen langsam wieder und ich dachte mir so, das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein. Mein Kollege meint dann so, ey Dennis, also jetzt wisst ihr auch meinen richtigen Namen, ey Dennis, alles okay bei dir? Ich so, Junge, irgendwas stimmt gerade nicht mit mir, Mann, ich weiß nicht, was das ist, ich, das kann nicht sein. Und dieses dumpfe Gefühl hat sich dann mal wieder so bei mir bestätigt, weil bei mir ist das so, ich weiß jetzt nicht, ob das auch bei euch so, jedes Mal, wenn ich so eine leise Vorahnung habe, dass ich dann viele Dinge dann richtig einschätze. Und hier wusste ich dann halt auch wieder, hey, ich muss, glaube ich, echt ins Krankenhaus. Dann bin ich selbstständig wirklich zu der städtischen Klinik gegangen und habe dann gesagt, mir geht's nicht gut. Und die Ärztin, ja, ja, gut, kein Problem. Und dann saß ich da dann im Wartezimmer 2, 3, 4 Stunden, habe keine Luft bekommen und so weiter und so fort. Und dann bin ich da nochmal reingegangen, ich so, ich kann nicht mehr und alles, ne? Nehmt mich rein und sowas. Und dann meinten die, ja gut, wir müssen dich aber erstmal abchecken hier. Und dann meinte der, ja, was hast du? Und ich so, ja, ich krieg keine Luft und sowas, habe ich gesagt. Jedes Mal, wenn ich ein- und ausatme und sowas. Und die Ärzte kennt ihr ja, ne? Sobald du jetzt nicht irgendwie unter Schock bist oder so, sagen die natürlich nichts. Und man muss dann auch 5, 6 Mal irgendwie nachhaken. Und der Arzt dann, ja gut, bringen wir dich mal zum Röntgen, ne? Und ja, und dann hat er mich zum Röntgen gebracht. Dann war auf einmal Totenstille. Keiner hat was gesagt. Ich so, was ist jetzt los? Ja, gehen Sie jetzt in Ihr Zimmer. Sie werden jetzt ins Zimmer gebracht. Ich so, was für Zimmer? Und dann haben die mich nicht mal in mein Zimmer gefahren, sondern direkt in die Intensivstation. Ich so, was? Was geht hier ab, dachte ich mir. Was bringt ihr mich zum Intensivstation? Wo bin ich hier gelandet? Und das war das erste Mal, dass ich die Intensivstation sehen durfte, weil ich noch nie so operiert worden bin. Zumindest operiert will ich das nicht mal sagen. Die haben das operiert genannt. Wir müssen sie jetzt operieren direkt. Ich bin so, was? Was zu operieren? Da war ich in der Intensivstation. Auf dem Bett, schon teilweise so leicht gefesselt, kann man sagen. Dann kamen 1, 2, 3 Ärzte rein. Da kamen 4, 5 Ärzte rein. Kamen 6, 7 Ärzte rein. Kamen 10, 12 Ärzte rein. Ohne Spaß. Vor mir waren 15 Ärzte. Und da kam ein Arzt, der wollte alles von mir wissen. Fragt der Arzt mich so, ob ich rauche. Ich so, nein, ich rauche nicht. Fragt der Arzt, trinken Sie etwas? Wasser? Ich so, nein. Nein, ich trinke keinen Alkohol. Dann hat er mich so viele Fragen abgefragt und dann ganz zum Schluss, haben Sie Anabolika genommen? Ich so, nein, warum soll ich Anabolika nehmen? Sehe ich so aus? Weil das war richtig voll der Schockmoment im Leben. Und dann kam der Arzt so zu mir, ein bisschen näher. Sie haben einen Pneumothorax. Ich so, was? Sie haben einen Pneumothorax. Das kann nicht sein. Und dann kam eine andere Ärztin zu mir und hat mir das dann erklärt. Und ein Pneumothorax ist nichts anderes außer ein Lungenkollaps. Also sprich, jedes Mal, wenn wir ein- und ausatmen, haben wir auf der Lunge Luftbläschen. Die hat jeder Mensch von uns. Und diese Luftbläschen können einfach platzen. So, und dann hast du als Mensch Luft zwischen dem Brustfell und der Lunge. Und die Lunge kann sich nicht mehr ganz ein- und ausfalten, ein- und ausdehnen. Das bedeutet, dass die Lunge kollabiert. Und in dem Moment war die halt natürlich bei mir kollabiert, auf der linken Seite. Die Ärzte haben dann natürlich nachfolgend natürlich auch noch erläutert und erklärt und ergänzt, dass wenn es auf der linken Seite ist, dass es noch schlimmer ist, weil es gegen das Herz drückt und dass man dann auch sofort sterben kann. Ne? Und nicht mal ein paar Minuten sind vergangen, wirklich. Dann kamen sofort die ganzen Operatoren, die dann bei mir auf jeden Fall gemacht werden mussten. Der Operateur kam dann auch nochmal da vorbei und hat gesagt, so Dennis, erstmal Augen zu. Und dann gab es erstmal eine ganz normale Drainage, weil ich eben Luft zwischen der Lunge und dem Brustfell hatte, haben die mir versucht erstmal die Luft hier aus dem Brustfell und der Lunge quasi rauszuziehen mit einer Drainage und so einem Luftgerät, so einem Pumpe oder sowas war das. Und dann war ich auf der Intensivstation einen Tag. Bevor ich da ganz gleich drauf gegangen bin, haben die das erstmal gemacht. Am nächsten Tag haben die mich sofort zur OP gebracht. Das war richtig übel. Und der Tag, bevor du musst ja alles natürlich nüchtern sein, darfst nichts essen, nichts trinken, war richtig übel. Also bevor ich da überhaupt hingebracht wurde, kamen erstmal meine Eltern, meine Mutter und mein Vater so, was ist los mit dir, was ist passiert? Was ist denn los mit dir? Ist alles in Ordnung und sowas? Meine Eltern waren natürlich voll schockiert, weil die kannten mich gar nicht so. Die wussten immer, okay, ach, der hat sich verletzt, wird schon. Ach, der hat sich am Fuß verletzt, wird schon. Am Arm verletzt, wird schon. Und ich habe mir noch nie etwas zugefügt, irgendwie wie Arm gebrochen oder sowas in der Art. Das Schlimmste, was ich bisher hatte, war irgendwie Arm angebrochen, mehr aber auch nicht. Auf jeden Fall, ja, kamen die Ärzte
wieder und haben gesagt, wir bringen sie jetzt zum OP-Saal. Ich war sowas von nervös, das glaubt ihr mir nicht. Und die dann so, wollen sie eine Tablette nehmen? Es gibt ja immer diese Beruhigungstabletten unter anderem vor der OP, wenn man zu nervös ist oder so. Ich so, nee. Ich habe auch richtig geweint, also, weil ich wusste einfach nicht, was passieren wird. Und wenn du dann hörst, Operation, Lungenoperation und alles, das war eine Katastrophe, wirklich. Dann kam, und es waren einfach auch total viele Ärzte. Es waren nicht nur ein oder zwei oder drei Ärzte. Es waren über 15, 20 Ärzte, die waren selbst schockiert. Und es hieß ja auch Spontanpneumothorax. Das heißt, es gab keine Ursache dafür, weshalb das entstanden ist. Und ich war so fix und fertig. Und dann wurde ich langsam durch diese 100 Meter langen OP-Räume, OP-Säle gebracht, ne? Und durch diese ganzen OP-Säle wurde ich gefahren. Ich konnte alles sehen. Diese ganzen Menschen und dieser Stress, diese Hektik unter diesen ganzen Ärzten. Und wenn du das alles siehst, wenn du siehst, wie du durch diverse Kammern gehst, wie du einfach immer wieder durch, ja, diverse Kammern gehst und diese ganzen Schläuche und diese ganzen Menschen siehst, die einfach so, als Operateur einfach gekleidet sind. Man kennt das natürlich von Filmen oder sonst was. Es ist voll ernst und sowas. Dann war da natürlich auch noch so eine Ärztin, die mir immer an die Hand gehalten hat, meine Hand so geküsst hat und sowas, ne? Da ist man natürlich dann in dem Moment ein bisschen, wohlgesonnen, sage ich jetzt einfach mal. Man fühlt sich einfach in dem Moment ein bisschen ruhiger und, ja, man hat sich einfach ein bisschen wahrgenommen gefühlt. Man hatte einfach Zuflucht dann auch in dem Moment so ein bisschen. Aber trotzdem war das Gefühl nicht weg. Und ich dann so, wann kommt die Narkose? Und dann sagt die Ärztin so, nein, du liegst jetzt nicht hier. Du liegst dort hinten. Und dann wurde ich reingebracht. Ich so, was, so hier soll ich operiert werden? So ein riesiger Raum. Ich denke mir so, ach du Scheiße. Und wenn du das alles siehst, denkst du dir dann so, das kann nicht dein Ernst sein. Und dann kam die Narkose ganz langsam. Ne? Ich denke so, ist das die Narkose? Sagen die mir nein. Auf einmal bin ich einfach eingepennt. Ich denke so, was passiert jetzt? Und ohne, dass man es merkt, bin ich dann wieder aufgestanden. Beziehungsweise aufgestanden, sage ich, aufgewacht. Boah, das war eine Katastrophe. Ich wache auf. Irgendwo anders, ich weiß nicht mal wo. Und dann war ich auf der Intensivstation immer noch. Irgendwelche Schläuche zwischen den Rippen und keine Ahnung, 3, 4, 5 Schläuche in mir drinne, dann Atemmaske und sowas. Ich denke mir so, was ist jetzt los? Und ich wusste gar nicht, ich konnte nichts mehr realisieren. Konnte kein Wasser trinken, meine Lippen voll trocken und so. Ich denke mir so, ist das euer Ernst? Und dann kam es dazu, dass ich wirklich sehr, 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 ja, wie soll man sagen, voll daneben war. Dann kam mein Opa, der auch gestorben ist, der kam auch noch rein, meinte so, Gott schütze dich und sowas, hat dann nochmal für mich gebetet und alles, denken so, was ist jetzt los, ne? Weil der wusste auch nicht so, was los war. Der kam extra aus Türkei sogar an, was mir einfach so wieder gezeigt hat, so, wenn es dir einfach schlecht geht, sind die Ersten, die da sind, sind einfach so deine Familie oder so und auch deine Freunde vielleicht, aber sonst wirklich so keiner, ne? Logisch, warum auch, ne? Aber dennoch war das übel. Da war ich in der Intensivstation, diese ganzen Drainagen, alles. Ja, das war kein schöner Moment. Das war zwar alles Minimalinvasion, nicht, dass es so ist, dass ich jetzt hier riesen Löcher in der Brust habe oder so, um Gottes Willen, das sieht man eigentlich auch kaum. Also, sieht man kaum. Das sieht man nicht, sagen wir es so. Auf jeden Fall wurde ich dann ins normale Zimmer gebracht, also sprich, wurde dann wieder hochgefahren. Ich war dann ungefähr eine Woche auf Intensivstation, seit erstmal eine Woche auf Intensivstation. Das ist in der Regel vielleicht mal 2, 3 Tage, aber ich war eine Woche in der Intensivstation. Ich wurde 1,5 bis 2 Stunden an der Lunge operiert. Es war nicht mehr normal. Die haben echt, also das Video habt ihr ja schon vorhin gesehen, mehr will ich jetzt auch nicht dazu erläutern, weil das einfach auch ein bisschen das alles in die Länge ziehen würde. Naja, ich wurde in mein Zimmer gebracht und hab mir dann nur so in dem Moment gedacht, Alter, was ist jetzt los, ne? Neben mir war dann so einer, der war wahrscheinlich 50 bis 60 Jahre alt, vielleicht sogar älter. Und als ich dann halt eben von dieser Intensivstation in mein Zimmer gebracht wurde, habe ich halt diesen Mann gesehen. Und wir haben halt uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen gequatscht und geredet. Und er hat immer gelacht, egal was er hatte. Ich weiß selbst nicht, warum er irgendwie immer gelacht hat. Und ich habe mich echt gefragt, warum der da liegt. Da hatte ich einfach nicht den Anschein, dass er etwas hat. Und ich wusste auch ehrlich gesagt auch nicht, ob ich ihn in dem Moment auch direkt ansprechen soll,
da ich selbst voll war, vollgepumpt war, auch mit irgendwie mit Drainagen, ne? Mit irgendwelchen Schläuchen und Atemmasken. Naja, Tag für Tag verging dann einfach ganz normal. Ihr wisst es sicherlich, wie es im Krankenhaus läuft. Es gibt Visite, Besucherzeiten und die gewöhnlichen Mahlzeiten, mehr meistens auch nicht. Klar habt ihr dann Fernsehen und so da, aber das ist dann halt auch sehr repetitiv. Nach einer Woche hast du auch gar keinen Bock mehr zu gucken. Ja, und ich hatte dann quasi Probleme mit mir selbst. So eine Drainage ist jetzt auch nichts Besonderes, ne? Also, das ist mal nicht ohne. Dann konntest du auch nichts Leckeres essen, weil du einfach nicht ganz stehen oder sitzen konntest. Du konntest dich auch nicht bewegen ganz. Schlafen kannst du ganz vergessen. Dann gab's immer diese Spritzen. Ich habe diesen Namen, den Namen vergessen. Diese Thrombosespritzen. Ich hoffe, ich habe es jetzt gerade richtig ausgesprochen. Bei den ganzen Vokabeln, die ich mir merken muss, merke ich mir das schon teilweise nicht mehr. Naja, trinken war auch nicht viel angesagt. Und Toilettengang war sowieso die Hölle. Also, überleg mal, in euch ist zwischen der Rippe, sind Schläuche so. Oh Mann, habe ich gesagt, was ist nur aus mir geworden, dachte ich mir. Dann hast du natürlich auch noch die Schule verpasst, Abitur, ne? Du bist quasi mitten im Abitur, musst eine Facharbeit schreiben, musst extrem effizient sein, du musst Punkte sammeln, du musst gute Noten schreiben und so weiter und so fort, bist aber einfach nicht da. Hatte um die 200 Stunden Fehlzeiten, also lass natürlich mal durch den Kopf gehen, 200 Stunden, wenn nicht sogar mehr, ich weiß es gar nicht genau. Naja, vielleicht habt ihr auf jeden Fall einen bekannten Freund oder eine Oma, Opa, bei denen ihr das wahrscheinlich auch gesehen habt, die vielleicht Schläuche oder sowas in sich hatten. Am ersten Tag war ja noch alles betäubt, ne? Also logisch, da spürst du es auch nicht so krass. Meine ganze Brust war extrem betäubt, ich habe da gar nichts gespürt. Ja, jedoch habe ich halt irgendwie durch die Tage festgestellt, dass auch diese Betäubung nachgelassen hat. Und irgendwann wusste ich selbst, dass diese Schmerzen immer, immer, immer mehr wurden. Und ich gebe das ehrlich gesagt ungern zu, ich bin jetzt halt kein Typ, der ja direkt zu den Mitteln greift und sagt, ich mach das jetzt, um jetzt irgendwie die Schmerzen oder so zu stillen. Also ich habe wirklich sehr wenige Tabletten und Spritzen genommen wie möglich. Anders ging es ehrlich gesagt auch kaum. Ich wollte meinem Körper auch nicht mit diesen ganzen Medikamenten ehrlich gesagt schaden. Und manchmal geht's halt auch nicht anders, logischerweise. Wenn es sein muss, dann muss es sein. Ne? Naja, jedenfalls ging es meinem Nachbarn auch nicht unbedingt gut, hatte ich das dumpfe Gefühl. Wir haben ein wenig geredet, seine Frau kam ihn besuchen, Tag für Tag. Ich habe das halt immer wieder gesehen, wie ich auf dem Bett saß, lag. Und ich dachte so, wow, der braucht dir echt keine Sorgen machen, der kommt dir bald raus, dem geht's richtig gut und alles, ne? Und das habe ich wirklich irgendwie so gedacht, so, ne? Dann kamen die Ärzte mit der Zeit. Also, und da dachte ich mir so, hä, was ist denn jetzt los? Und die Frau von dem Mann wusste auch irgendwie scheinbar Bescheid, was abläuft, ne? Und Leute, wisst ihr was? Der Mann hatte nur 1 bis 2 Wochen maximal zu leben, sagte die Frau flüsternd wirklich zu mir ins Ohr. Ich war fix und fertig und geschockt. Ich habe mich in dem Moment mehr oder weniger um mein eigenes Leben gekümmert, wirklich, wie es mir geht, sondern eher die Gedanken bei dem Mann gehabt. Und der Mann hatte so einen künstlichen Darmausgang, alles mögliche, seine letzte OP war Kehlkopfkrebs scheinbar. Und Gott bewahre, ich wünsche niemanden so einen Zustand oder gar so einen Tod. Und ich habe mich auch im Nachhinein gefragt, weshalb ich mit so einem zum Beispiel in einer Abteilung bin. Das hat mich auch voll gewundert. Und ja, mich hat das persönlich alles sehr nachdenklich gemacht über das Leben an sich. Ich weiß, dass jeder Mensch irgendwann mal sterben wird. Jeder Mensch hat den ein oder anderen Schicksalsschlag im Leben. Die einen früher, die anderen später. Und ich denke, es ist nicht im Leben wichtig, was man meistens erleidet oder so. Weil das Leben ist ein endloser Kampf. Bis zum Tod werden wir Probleme haben, ob wir es wollen oder nicht. Und in dem Moment habe ich schon so gesehen, worauf es so wirklich im Leben ankommt. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das alles so früh erfahren habe. Und auch so ein Spontanpneumothorax. Wer hat denn sowas? Die Ärzte waren selbst verwundert. Teilweise kamen Spezialisten von diversen Kliniken an, okay? Professoren, die mich das gefragt haben, wie das passiert ist und alles. Und die konnten das auch nicht alles erklären. Es ist einfach ein Spontanpneumothorax. Das heißt, es passiert einfach so. Und es gab keine Erklärung dafür. Ich meine, ich trinke nicht, ich saufe nicht oder so. Ich trinke echt keinen Alkohol oder so. Ich rauche auch nicht, ich rauche nicht mal Shisha oder all so ein Blödsinn. Ich ernähre mich gesund, ich mache Sport, habe ein gutes soziales Umfeld, bin gebildet und so weiter und so fort, was nicht heißen soll, dass ich mich jetzt damit irgendwie profilieren will oder sowas in der Art. Aber ich habe relativ gesehen einen guten Status und wie man so schön sagt, das Leben ist unfair und verdammter gemeiner Hund, okay?
Und das Leben hat mich echt in die Knie gezwungen, um über bestimmte Dinge nachzudenken. Es gibt Menschen, die das gar nicht haben. Und ich soll euch was sagen? In dem Moment, und ich sage euch das ganz offen, ohne irgendwie dahin zu schweifen, ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Ich bin Gott dankbar, dass ich eine Lungenoperation hatte, weil ich das sonst vielleicht später gemerkt hätte und deswegen jetzt nicht das bin, was ich bin. Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt dieser Punkt dabei. Und in dem Moment habe ich auch gesehen, dass man einfach das schätzen muss, was man hat. Der Mann hat immer noch gelacht und getan. Der hatte nichts, der hatte echt nichts mehr. Ich habe das auch im Nachhinein gesehen, nachdem man die Decke da von ihm genommen hat, weil die Ärzte da was schauen wollten. Ey, das hat einem sowas von die Augen geöffnet. Und Leute, ich gebe euch nur den Tipp. Schätzt das, was ihr habt. Und wenn euer Dickdarm oder was auch immer, welcher Darm auch immer, entfernt werden muss oder ob ihr an den Hämorrhoiden operiert werdet oder an der Lunge wie ich oder am Herz oder Krebs hattet und das überstanden habt oder was auch immer. Leute, glaubt es mir, schätzt das. Ich meine es ernst. Ich weiß, es ist kein schöner Moment, wenn man krank ist. Aber ich glaube, das Leben kann man auch selbst schön leben, wenn man das schätzt, glaube ich, was man hat. Ich weiß, es ist leicht gesagt, es ist immer hinterhergeredet, aber es ist wirklich so. Es ist so, dass wenn man weniger hat vielleicht, dass wenn man einfach sowas einfach mal hat, bestimmte Dinge einfach einem klar werden. Ich habe mich auch in dem Moment gefragt, warum ausgerechnet mir? Ich weiß das doch schon eigentlich alles, ne? Nun, durch diesen Eingriff an sich, durch diese ganze Handlung, habe ich das alles verinnerlicht. Ich wollte auch ursprünglich sogar Arzt werden, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Weil der NC einfach zu schlecht war, leider Gottes. Aber dennoch habe ich mich dann für einen guten Werdegang entschieden. Versteht ihr, was ich meine? Was nicht heißen soll, dass ich irgendwie arbeitslos geworden wäre oder irgendetwas anderes mit mir gewesen wäre. Ich habe sogar das Abitur nicht irgendwie, ich habe kein Jahr wiederholt oder so. Ich bin ganz normal zur Schule gegangen weiterhin. Ich habe Freunde angerufen, habe denen gesagt, hey, könnt ihr meine Tasche tragen und sowas, ne? Wirklich jetzt. Ich war fix und fertig. Der Sportlehrer hat mir sogar dann im Nachhinein sogar eine 3 gegeben in Sport. Ey, wenn ich der Lehrer wäre, ich hätte mir eiskalt eine 5 oder eine 6 gegeben. Da hätte ich mir alle Defizite reingeholt oder so. Die Lehrer waren so nett, weil sie es einfach gesehen haben, dass ich es wollte. Und darauf kommt es an. Egal, was ihr erlebt, Leute, schätzt das. Und das waren auch meine abschließenden Worte dazu. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns wieder bei einem nächsten Real Talk. Bis dahin.